Willkommen zurück bei Emigmatis Nummer 1, die Seelen von Maple Creek. Und ja, ihr habt mich erwischt. Ich spiele das Spiel heute noch durch. Natürlich mache ich heute noch die Sammler-Edition. Nee, war aber auch verdammt spät gestern. Dementsprechend machen wir das Ganze jetzt am Tag danach. Der berüchtigte Tag danach. Man weiß nie, was er bringt. Man wacht morgens auf. Muss irgendwelche Dinge erklären, gegebenenfalls schnell flüchten. Musste ich heute Morgen nicht, Gott sei Dank. Bin ich zwar zum Erste-Hilfe-Kurs, habe ihn auch erfolgreich abgelegt. Jetzt bin ich ein erster Helfer und kann euch retten, wenn ihr ein Problem habt, was ihr hoffentlich nicht habt. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir... Hör auf, ich will das nicht hören. So, ein bisschen laut gerade an der Stelle. Wir spielen, wie angekündigt, da wir die Sammler-Edition haben, wie gesagt, extra für euch die teure Collectors Edition gekauft, ne? Spielen wir jetzt das zusätzliche Kapitel Die Geister der Vergangenheit. Natürlich auch im Expertenmodus, ne? Ich bin ja ein Profi und ihr ja auch inzwischen, daher. Moment. Ist da gestern, muss ich das noch groß ziehen und jetzt muss ich das, war schon die ganze Zeit falsch, dann tut's mir sehr leid an der Stelle. Moment. So, das sieht lustig aus, ne? Hallo? So, okay. Okay. So. Erie Town. Countless interviews. And I haven't elicited one word about Emily from the preacher's mindless flock. What's your story, preacher man? Why can't I get a reading on you? Emily, we were supposed to meet here on our date, and now you're lost, and I'm helplessly searching for you. There's something off, something I'm missing, but what? Ernsthaft? Er tut mir leid, Richard. Deine Emily liegt tot im Kirchenboden. Das weiß ich ja schon. Na gut, wir haben sogar so einen coolen Hut dabei natürlich. Damit ist es ja... Die Blase ist geplatzt, die Spannung ist raus, der Ballon ist leer. Wir spielen Richard, der hier hingekommen ist, um seine Frau Emily zu suchen. Und das Ganze endet ja damit, dass er es aufgibt und dann hier als Ureinwohner, als Einwanderer, als eben... Wie heißt das? Eremit? Ne, wie nennt man das nochmal? Egal, der hier dann als, Einwanden, wie nennt man das? Einsiedler, als Einsiedler wohnt und bla 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 bla. Okay, wir sind schicker Wagen schon mal. Was? Was? Schöner Fingernagel. Ich sollte auf dem Rücksitz nach Kleingeld suchen. Anleitung. Verschiebe Gegenstände, um Banknoten und Münzen zu finden. Etwas Geld könnte in Fächern versteckt sein. Hä? Es... Ja, furchtbar. Kann ich das nicht aufmachen? Sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Und noch die Arzthandschuhe hier, die geklauten Uhren. Ihr wisst ja, ne, unsere Detective aus dem Hauptspiel hat ja auch ganz gerne Sachen geklaut von irgendwelchen Opfern und Tätern. Da macht es ja keinen Unterschied. Da fehlen noch drei, aha. Ist aber ein sehr interessantes Spiel. Blödes Buch. Bildung, wer braucht denn sowas? Im Schuh vielleicht? Nee. Hier im Polster wahrscheinlich, ne? So, der Banane. Wie lange liegt die ja denn schon rum? Aber hier, was ist das denn? Eine alte Kassette. Heute schon Raritätspreis, kriegt man da...
Noch eine Banknote. Wird man das Ding ja nicht aufmachen. Kreativ auf jeden Fall. $18, cool. Na, Gott sei Dank. Lass mich raten, ich brauche Och, nee. Schon wieder ein Plattfuß. Bin ich schon wieder irgendwo drüber gefahren? Mensch, hoffentlich kann ich an der Tankstelle eine Pumpe kaufen. Klar, vom Turm gibt es sonst nichts zu sehen. Ich bin seit Tagen auf dem Ausguck. Vom Turm gibt es sonst nichts zu sehen? Ich bin seit Tagen auf dem Ausguck. Was macht denn der da oben? Stalken oder was? Zur Brücke? Zurück können wir nicht. In der Kirche war ich schon. 10-mal. Hä? Hat der einen Platten, stellt seinen Wagen hier ab und läuft erstmal durch die Gegend oder was? Okay, wir gehen zur Brücke. Ist aber noch alles schön hier, ne? Maple Creek, dieser Ort wird mich schon... wird mich noch Jahre verfolgen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ey. Der Hinweis, okay. E plus R, das muss für Emily und Richard stehen. Emily muss dies hineingeritzt haben. Ist das nicht verboten? Okay, neuer Hinweis. Wir blättern mal. Seite 1. Es sollte ein Wochenendausflug werden. Meine Verlobte Emily kam einen Tag zu früh und verschwand bei einem Spaziergang. Was für eine Ironie des Schicksals. Die eigene Verlobte als Fahndungsobjekt. Hat sie mir Hinweis hinterlassen? Der kleinste Hinweis nur. Vor 4 Tagen kam ich in dieser Geisterstadt an und habe keinen Schimmer, wie ich nun fortfahren soll. Die Leute sind nicht sehr entgegenkommend. Ihnen scheint jegliches Engagement und die einfachste Emotion zu fehlen. Dann ist da dieser Prediger, dem sie huldigen, ihr Anführer, ihr Guru. Er ist intelligent, doch irgendwas stimmt nicht mit ihm. Wenn ich nur wüsste, was. Zu allem Unglück habe ich mir irgendwie einen Platten geholt. Bis ich ihn repariere, stecke ich hier fest. Ah, hier ist das Blatt, was wir später gefunden haben. Na, das ist schon cool gemacht. Ich fand ein Herz mit unseren Initialen auf einer Planke an der Brücke. Es muss von Emily sein, als gäbe es keine anderen Pärchen, deren Vorbuchstaben E und R sind. Ich spreche aus Erfahrung. Ich halte es zwar nicht für wichtig, aber es kann nicht schaden, einmal nachzusehen. Emily hinterließ mir oft versteckte Botschaften, ein kleines Spiel von uns. Wenn dieses neu ist, finde ich sie vielleicht, was auch immer. Naja, gut, interessantes Spiel, ne? Sachbeschädigung lässt grüßen. Über die Brücke. Ah, wen haben wir denn hier? I'm busy, can't you see? Yes, a tire pump. $17 will be fine. I'm busy, can't you see? I'm busy. Take the key and get the pump yourself. Okay, danke schön. Hey, das ist der Sack, ja. So, you are leaving, Master Detective. Ernsthaft? Der sitzt da einfach so? So, you are leaving, Master Detective. Das habe ich auch gehört, ja. Okay, den Schlüssel haben wir uns gekauft. Wir haben noch eine Dollarmünze, nennt man die so? Eine Dollarmünze. In die Tankstelle. Impulskäufe. Gut, dass ich fast mein ganzes Geld ausgegeben habe. Das ist wahr. Joa. Luftpumpe verkaufe ich dir. Geh mal rein, such sie mal. Ich traue dem Spiel auch durchaus zu, dass ein Fußball als Basketball gilt. Ich bin mir nicht sicher. Na gut. Erstmal einen Überblick verschaffen. Wir machen das schon. Ein Schachbrett, das ist kein Schachbrett, das Schachbrett ist da. Der Wagenheber, der Heber eines Wagens. Da ist ein Wagen, da ist ein Wagenheber. Das sind keine Dartpfeile, das sind doch so Spieße für Käsespieße, ne? Da ist der Dartpfeil. Ein Druckmesser. Ein Feuerlöscher, das ist eine Öldings da. Boom! Eine Spraydose, dann kann uns die gute Emily auch noch irgendwo so Initialen hinsprayen. Hier ist noch ein Tee. Das müssen wir sogar suchen. Okay, ich wollte gerade sagen, dass wir hier nochmal hin müssen später fürs Tee. Da ist der Feuerlöcher, da ist der Basketball. Der Wischer. Ich tendiere Scheibenwischer. Der Köder, der ist hier unten.
Das Auto ist hier. Brecheisen. Brecheisen. Ja, war okay, ne? Ja. Alter! Wir haben eine Pumpe gekauft. Klaut der jetzt hier oder was? Oder brechen wir was auf? Keine gute Idee, zumindest bis die Maschine angeschaltet ist. Hä? Kakao, Honig, Tee. Das würde ich aber nicht so gut erkennen. Eis. Erdbeersirup. Funktioniert nicht. Okay, kann das sein, dass das ganze DLC oder, na, DLC halt, ne, größer ist, als ich dachte? Da! Wir haben echt ein Brecheisen geklaut. Einfach geklaut. Autowerkzeug, Punkt. Eiskalt Brecheisen geklaut, ich fass es nicht. I'm busy. So, you are leaving. Ah, halt die Schnauze. Der braucht mir gar nicht anzukommen. Ja. Genau. Das hält natürlich. Das Auto ist repariert, doch ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Ernsthaft? Du kannst doch nicht einen Platten am Auto, weil Fahrrad ist ja noch was anderes, aufpumpen und dann sagen, ja, es hält jetzt. Er fährt los und der Reifen ist sofort wieder leer. Hinter dem Brett. Ich fand ein Herz mit Initialen. Das muss Emily sein. Ich hatte das für mich. Hinter dem Herz ist was, habe ich gar nicht gesehen. Wir gucken nochmal. Hinter dem Brett ist etwas. Brecheisen. Sachbeschädigung, Junge. Mach dir die Brücke hier kaputt. Ein E-Knopf. Aus einer. Da freut sich der Besitzer der Schreibmaschine, dass einfach das E und das R rausgebrochen wurde. Und ein Foto. Triff mich hier. Ja, schön. Das ist eine alte, abgeranzte Hütte aus Resident Evil 7. Geil. Entschuldigung, ich bin gerade sehr sarkastisch drauf, ne? Ein verlassenes Haus. So romantisch. Was? Romantisch, alter Schwede. Da kommt gleich hier, sind die romantisch? Wie aus einem Roman von Edgar Allan Poe. Der war auch nicht sonderlich romantisch, muss ich sagen. Gibt einen tollen Film über seine, der ist richtig gut. Ein Film über Edgar Allan Poe, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Raven? Irgendwas mit Raven, glaube ich. Boah, richtig geil. Wo jemand die Morde, die er in seinen Geschichten beschreibt, tatsächlich nachspielt. Und der dann auch so tatverdächtiger wird, weil er der Autor der Mörder, der Stories ist und sowas. Was für ein unerwarteter Segen. Emily spielte im Spaß ein Versteckspiel mit mir. Sie hat mir einen Hinweis hinterlassen und wusste gar nicht, wie wichtig er sein würde. Nur mal nochmal. Emily kommt hier früher an als ihr Mann, okay? Also ihr Verlobter. Und denkt sich dann, ja komm, ich bin jetzt zwar Tourist, aber scheiß drauf, ich ritz mal was in die Brücke rein. Okay, na, ich meine, Liebe macht manchmal blind und verrückt, ist ja auch ganz süß. Und dann denkt sie sich, ich stecke jetzt mal ein Foto dahinter, weil mein Freund bestimmt mit einem Brecheisen das Holz wegbricht. Und dann kommt er zu mir und ich warte jetzt im Haus, bis er kommt. Und wenn er nicht kommt, dann werde ich vom Virus infiziert und werde zu so einem komischen Fear of Resident Evil oder sowas. Keine Ahnung. Nun muss ich das alte Gebäude finden. Ich sollte ein paar der Einwohner fragen. Vielleicht der Mechaniker der Tankstelle oder der Prediger. Er ist ebenfalls an der Tankstelle. Genau, den will ich fragen. How can I help you, Detective? I'm looking for an abandoned cottage near Maple Creek. I know the place. Why don't I draw you a map? But first, can you get me a cup of coffee with milk and sugar from the vending machine, please? Ja, klar. Sonst noch was? Du Dreckskerl. I'm working on the map for you. How's that cup of coffee with milk and sugar coming along? Ich muss mal kurz gucken, ich habe immer das Mikroschatten im Gesicht, ne? Ich glaube, das kann ich aber kompensieren. Psst, kann ich nicht. Müsste mich, glaube ich, einfach nur ein bisschen anders. So. Busy. You wanna talk to the preacher. Ja, die sind alle so geil drauf hier, ne? Okay, ich muss das jetzt irgendwie das Ding hier reparieren, ja? Oder ist das jetzt zufällig an? Das funktioniert nicht. Ich darf nochmal wimmeln, na Gott sei Dank. Na gut, fangen wir direkt an.
Wie gesagt, ich bin jetzt nicht bitterböse im Erste-Hilfe-Kurs, ne? War 6 Stunden lang, war nicht so doll. Aber ich bin einfach nur ein bisschen auf Krawall gebürstet. Der Fußball, den habe ich doch gesehen, das ist der Football. Ich bin auch eine Nase, ne? Ein Pflaster. Haben wir übrigens keine mehr, müssen wir mal neue kaufen. Pflaster, wie soll ich denn hier ein Pflaster finden? Naja, hier Toilettenpapier ist auch ein Pflaster. Eine Ente, die habe ich doch gesehen. Da war die Ente. Stifte, Pflaster, Puderdose. Puderdose, Taschenlampe, Batterie, zerknülltes Papier. Ist das eine Puderdose? Nein. Das ist eine Taschenlampe, eine schicke Taschenlampe sogar. Stromkabel. Da ist ein Stromkabel aus der PlayStation Pro geklaut, habe ich genau erkannt. Und nochmal ein Kabel. Okay. Wer hat denn das da hingelegt? Leg dich mal dahin. Ein Hotdog. Ein Kabel. Handfeger. Den Handfeger, der ist doch. Hier ist der Handfeger. Donuts hier im Regal liegen mit Schimmel drauf. Das ist Kabel, jetzt gehört mit zur Öllampe. Zur Ölkanne, Entschuldigung. Da ist das Pflaster. Stifte. Puderdose. Kaffee. Was ist denn jetzt ein Kabel im Vergleich zu... Das ist ein bisschen irritierend. Puderdose, was haben wir noch? Taschenrechner. Taschenrechner habe ich doch gesehen. Lufterfrischer. Das ist wieder der gute alte Duftbaum. Diesmal Krijin. USA, das ist noch ein G. Wir dürfen auf jeden Fall nochmal bimmeln, glaube ich. Kabel, Stifte. Wo sind denn Stifte? Die können nicht so schwer zu sehen sein. Vor allem Stifte ist ja die Mehrzahl. Oder sind das hier Stifte? Nee. Musik hört schon auf. Wir haben verloren. Puderdose. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ach, eine Puder. Wisst ihr, was ich gesucht habe? Babypuder. Hier sind Stifte. Jetzt geht's ab hier. Ein Kabel. Was ist denn ein Kabel? Ah, das ist ein Kabel. Ein Verlängerungskabel. Okay. Cool. Was kriegen wir? Ein Stromkabel. Reparieren wir noch die ganze. Was ist das denn für ein Stromkabel, Alter? Hä? Stell euch mal vor, ihr kauft einen Kühlschrank. Der Kühlschrank hat den gleichen Anschluss wie eine Steckdose. Was wollte der haben? Der Priester möchte einen Kaffee mit Milch und Zucker. Tee, Kaffee. Eins, zwei, drei, oder? Eins, das war doof. Na, okay, dann ist nochmal das nach da. Jo. Geil. Da tut sich nichts, wenn ich keine Münze einwerfe. Ist doch egal, ich habe meinen Kaffee für den Priester. Den ich eigentlich umbringen will, weil ich weiß, dass er der Böse ist.
Hey! I'm working on the map. Ja, sei still, bitteschön. How's that cup? Thanks for the coffee, Detective. And here's your map. Beware, though. The cottage is more dangerous than quaint these days. Dankeschön. Boah, der hat gut gemalt, ne? Ich meine, wir haben lange gebraucht, aber durch die Stadt und dann bei der Farm gen Norden. Okay. Scheinbar besuchen wir echt neue Orte. Krass. Hier ist die Karte. Ah, der Prediger sagte, er kenne das Gebäude und könnte mir eine Karte zeichnen. Er verlangt nur eine Tasse im Gegenzug. Klingt nach einem guten Deal. Pipapo, pipapo. Hier ist die Karte, wie versprochen. Anscheinend ist das alte Landhaus im Wald nördlich der Farm. Der einzige Weg, das einzige, was mir verdächtig vorkommt, ist genau der, der mich schließlich geholfen hat. Seltsam. Der einzige, der mir verdächtig vorkommt. Entschuldigung. Ja, so ist das, ne? Der will uns wahrscheinlich kidnappen und die Lebensenergie aussaugen. Wir fahren zum Häuschen. Hä? Wir haben uns selbst gesehen, das ist ja gruselig. Ich stehe vor dem Haus, es scheint seit vielen Jahren verlassen zu sein. Wie romantisch. Von Emily fehlt jedoch jede Spur. Hat sie sich einen Weg hineingesucht und gefunden? Die Bretter vor der Eingangstür sollten keine große Hürde sein. Vielleicht macht der eine nackte Frau innen drin, liegt auf dem alten Bett, was gar keine Matratze mehr hat, weil sie ja. Ist ja romantisch, Entschuldigung. Ihr erlebt schon die Tee. Ach, romantisch. Oh, mit nur eine Rose, dann wäre es ja ein Traum hier. Ein Strick hier oben. Hier hat sich der Vorbesitzer umgebracht. Bin ich froh, dass ich mit diesem Richard gar nichts gleich habe, wisst ihr das? Also mit so einem Kerl will ich auch nicht verglichen werden. So ein. Das ist denn hier eine Riesenraupe oder was ist das hier? Boah. Eine Gabel. Ich denke wahrscheinlich irgendwo in einem Tier drin, was hier die ollen Einwohner holen wollen. Was ist das denn hier? Ja. Eine Zange, Gabel, Hake. Eine Hake haben wir hier. Ketten. Nehmen wir mit der Fesseln bei Emily gleich mit. Für die romantischen Spielchen. Das hier Ketten. Das ist eine Kette, okay. Eine Schaufel. Das ist keine Schaufel, das ist eine Schaufel. Es ist wieder ein Spaten gewesen, Mann. Eine Zange. Die ist da. Eine Sense natürlich. Die war da oben. Nest. Die Helligkeit von meinem Monitor ist geringer als die meiner Beleuchtung, weshalb ich nichts sehen kann. Ich sehe schon was, aber da ist ein Nest. Eine Kopfbedeckung. Gibt ja nicht viele. Gut. Vorhängeschloss. Weidenkorb. Was? Ist doch ein Weidenkorb. Ist kein Weidenkorb. Pinsel. Die Gabel ist, glaube ich, wieder mies, ne? Ein Löffel. Der Weidenkorb. Moment. Das ist doch eine Heugabel, Mann. An Löffel hier hinlegen. So, was jetzt ein Weidenkorb? Aber den Scheiß da vorne hinlegen. Eine Zange, Gott sei Dank. Okay, war gerade. Da.
Die Fenster sind mit einer harten Schmutzschicht überzogen und der Rahmen ist zu stark. Boah, ist romantisch, ey. Ich glaube, ich weiß, wo ich morgen hingehe. Etwas hängt vom Fenster. Ich benötige etwas Langes, um heran... Wir haben sowas dabei. So, mit der Zange können wir natürlich hier direkt die... Nicht abgeschlossen, ist schon mal gut. Und das hat Emily... Die hat die wahrscheinlich von außen wieder zugenagelt nachher, ne? Ich find's schön hier. Etwas wurde in das Schlüsselloch gestopft. Find's immer schöner. Das obere Stockwerk ist wohl eingestürzt. Ja, das sehe ich genauso. Messer. Ah, schön. Besteck 1 von 3. Okay, alte Zeitung. Okay. Das Wohnzimmer. Der Prediger war so nett, mich hierher zu führen. Dieser Ort ist so romantisch. Alter, was ist denn los mit der? Wird zwischen dem Spinneweb und dem... Ich werde diesen Ort in den kommenden Tagen gründlich untersuchen. Wie lange ist denn der Prediger noch geblieben, würde ich mal gerne wissen. Ich brauche Papier zum Entzünden. Papier verbrennt zu schnell. Ich brauche etwas Substanzielleres. Substanzielleres. Okay. Na gut, Papier haben wir erstmal nicht mehr. Wir haben uns was aufgeschrieben. Ich stehe vor der Nähe. Von Emily fehlt noch jede Spur. Hat sie einen Weg hineingefunden? Ja, hat sie. Es ist Emilys Handschrift. Sie ist hier gewesen und hat diesen Ort scheinbar mit Hilfe des Predigers gefunden. Ein Zufall. Muss ich mir etwa Sorgen wegen einem Seitensprung machen? Das weiß ich nicht. Das musst du selber herausfinden. Den Prediger allein hier hinzugehen, ist aber auch... Wir wissen ja, der ist kein richtiger Prediger. Der ist ein Sektenführer, ne? Also da weiß man ja nie, was die so alles mit ihren Mitgliedern treiben. Vielleicht ist Emily auch Mitglied gewesen. Wir haben gerade von oben hinter den Schrank geguckt. So sah es zumindest aus. Na gut, meine Schränke sehen genauso aus. Boah, ist sehr viel irgendwo versteckt. Na, okay. Das Notenblatt, die Gabel, der Anker. Der Korken, den brauchen wir gar nicht. Hier ist die Uhr. Die Tür geht auch auf, okay. Eine Sau... Das ist bestimmt ein französisches Instrument oder die Mütze hier. Oder so ein Möchtegern-Tee-Getränk-Ding oder sowas. Hier oben, das da. Ach, so eine Soßenschüssel. Warum schreiben die Soßenschüssel denn? Eine Lupe. Eine Halskette. Halskette. Die könnten natürlich auch... Ne, die Halskette... hier ist eine Motte. Ich würde natürlich nicht vergessen, dass auch hier... Können wir nicht mehr zumachen. Kokard, das ist das natürlich Geschichte Leistungskurs, das Symbol der französischen Revolution. Hallo? Gar nicht gruselig. Hier ist die Pfeife. Die Halskette ist da. Monogramm. An die Streichhölzer, okay. War kein Monogramm. Was ist denn Monogramm? Das ist nicht so eine Art Telegramm? Na gut. Streichhölzer, na Potzblitz. Ja, okay. Merkwürdig, das Besteck ist immer noch hier. Ich frage mich, warum? Ich frage mich eher, warum der Tisch nicht abgeräumt und sauber gemacht wurde, du Idiot. Oder Emily wollte dir Essen machen hier. Ein Wunder, dass der Kronleuchter noch hängt. Der ist doch romantisch. Der krabbelt eine Spinne da hinten. Guck mal da. Für Logik keinen Platz, aber sowas einbauen, ist schon klar. Junge. Ah, okay, ich verstehe schon.
Ein Schildteil. Ja klar, damit können wir jetzt das Feuer ganz lange entfachen. Das ist eigentlich, was mich ein bisschen nervt an dem Spiel. Spitzhake. Den Pinsel habe ich auch schon gesehen. Das Plakat haben wir da. Der Käfer, könnte der sein, könnte der sein. Okay. Dann haben wir eine Axt, die war... Hier nicht. Wir haben eine Schlinge vom Vorbesitzer. Geil. Müssen wir sogar mitnehmen. Die machen sogar darauf aufmerksam. Dann haben wir... Eine Tasse, da ist die Tasse. Ein Korbkrug, ja, gut, so kann man es auch nennen. Arbeitshandschuhe. Einen Besen. Kann ich nicht richtig erkennen da hinten, war aber kein Besen. Da ist der Besen. Eine Axt, das ist die Axt, da ist aber keine Klinge dran. Moment, hier ist die Axt. Okay. Holzschnitt, da haben wir einmal das da. Ne, wir haben... Fehlt die Vorstellung, was ist ein Holzschnitt? Holzscheit. Okay, das ist so ein Ding zum Anzünden, ne? Das sieht so aus jetzt zum Mitnehmen, aber... Okay, also so Stämme, so schlecht reingefotoshoppte Stämme da unten. Okay! Trockenes Holz, das ist ja super. Dann wieder zurück hier. Hätte Emily auch mal machen können, oder? Oh my God, it's Emily's stuff. It's her backpack. And her sleeping bag. She was here. Emily, where are you now? Ich finde es ein bisschen traurig, dass er jede Erinnerung an seine Emily nur von Fotos hat. Also wenn ich jetzt an meine bessere Hälfte denke, dann denke ich direkt an Fotos, an irgendwelche Erlebnisse, Erinnerungen, Szenen, Momente, die mich bewegt haben, nicht an Fotos. Ich stehe vor dem Haus, das kennen wir ja schon. Emily hat alles zurückgelassen und ist verschwunden. Wir haben es doch gar nicht richtig umgeguckt. Das hat sie auf gar keinen Fall freiwillig getan. Die fand es so schön hier. Du Arschloch, hast einfach zu lange gebraucht. Die hatte keinen Bock mehr hier in der ollen Hütte zu sitzen und ist abgehauen. Mit dem Prediger. Ich sollte mich hier nach allen möglichen Hinweisen umsehen, die mir verraten, wo sie ist und warum sie allein alles zurückließ. Und ich sollte ihren Seitensprung finden. Nein, das war jetzt gemein. Es ist sehr heiß. Das ist normal bei Feuer. Sollte man auch nicht anfangen. Alter! Hat die hier ein Kampfmesser dabei? Die Feder im... Wie schläft die denn hier? Nein, geschminkt hat die sich... Aber die... Na, da ist schon Spinnennetz auf der Zahnbürste. Oh, Richard war wirklich langsam. Die Schokolade am Feuer und schmilzt nicht. Cornflakes liegen hier irgendwo rum. Ah, was ist denn los hier? Zahnpasta. Ja gut, wenigstens so ein bisschen... Behälter, das könnte ja alles sein. Ein Behälter. Schokolade, nehmen wir sogar mit. Das war der Wollknäuel. Die Taschenlampe haben wir hier. Die Zahnpasta ist da oben. Dann haben wir die Halskette, die habe ich auch schon gesehen. Dann haben wir einen Stift, den brauchen wir nicht. Eine Schnalle, könnte das sein? Nein, das war das Stirnband, okay. Seife brauchen wir nicht. Da haben wir Glas. Glas. Glas, Messer, schon ein Kampfmesser. Ist das hier was? Ist das was? Nein. Schnalle. Ich dicke Emily hier irgendwo rum und ist die Schnalle, wenn ihr versteht, was ich meine. War die Schnalle? Das war keine Schnalle, das war ein Ring. Behälter. Was ist denn Behälter? Das ist ein Behälter, okay. Alles klar, wo sind die Cornflakes? Die sind wahrscheinlich...
Okay, das war die Displayhelligkeit. Das war die Displayhelligkeit. Das war für mich einfach nur schwarz. Für den Fall, dass mit dem Prediger ausläuft, ne? Vorsorglich. Emily has a pendant that unlocks this box. I'll hold on to it until I find her. Ey, den Anhänger hatte doch die Leiche bei sich, ne? Ach, das ist ja geil. Die müssten wir eigentlich, also die können wir nicht aufmachen, weil der Detective die im Hauptspiel mit dem Anhänger von der Leiche aus dem Kirchenboden aufgemacht hat. Also mit Emilys Leiche.